Wir gehen eine Runde Dings. Ghost Watchers. Ich werde dafür erstmal die Scheiße ein bisschen dunkler machen. Mach mal so fürs Feeling, ja, ein bisschen dunkler. In Anführungszeichen gruseliger. Geh einfach mal rein. Was soll ich mitnehmen? Nimm Temperatur mit. EMF. Spuren. Wobei. Ich habe eine Drohne auch inzwischen gekauft, mit der sehe ich eigentlich die Spuren. Boah, der Geist geht ja schon richtig ab. Wir haben einen Partikelzähler noch mit. Okay. Puh, Digga! Das ist nur ein Spiel, du hast keine Angst. Es ist nur ein Spiel, du hast keine Angst. Ach, heilige Scheiße. Er ist hier, Digga. Ich komme in Frieden. EMF schlägt aus. 2, 3, 4. 5. Er ist hier, Digga. Partikelzähler mitnehmen. 50%. Digga, er ist einfach vor mir. Bitte nicht aggressiv. Er ist genau hier, Digga. Temperatur 14 Grad. Temperatur scheint normal zu sein. Keine Fußspuren. Oh mein Gott. Ich kann hier kein Licht anmachen. Temperatur scheint normal zu sein. Ich muss einmal kurz raus, Digga. 14 Grad war alles ist draußen. Ist eher ein bisschen wärmer, ja? 500 bis 1000 Grad. Lass mich hier kurz raus, Junge. Also Thermometer, keine Ahnung, bis jetzt normal, ich weiß nicht. Ach ne, aber das Kind kann es nicht sein. Temperatur muss ein bisschen sinken, oder es muss halt heißer werden. Elektromagnetischer Feldsensor war bei 5. Fußspuren, keine. Okay, ich muss mal das Brett holen. Brett, Puppe. Und mit dem kann ich mit dem Geist reden. So. Wir machen das so, ich lege das hier auf den Boden. Brett auf den Tisch. Puppe hier. Oh mein Gott! Minustemperaturen. Minus 0,5. Minus 0,5, Digga. Das war minus 0,5, Digga. Das war minus 0,5. Es ist Jiangxi. Es ist Jiangxi. Jetzt brauchen wir noch Ouija-Brett, Rundfunkempfänger, Voodoo-Puppe. Ich werde diesen Motherfucker fangen, Digga. Was schützt uns? Schützt und verärgert. Räucherstäbchen. Die Räucherstäbchen sind's. Das sind meine Retter. Ghost. Can you talk? Er heult.
Aber noch kein mehr Holz. Ja, reicht doch! Der Holz. Mein Gott. Was sind das für Geräusche immer, Junge? Ich mal hier hin, Digga. Einfach auf entspannt. Gib mir ein verficktes Zeichen. Oh mein Gott. Und ich bin ganz schnell wieder draußen. Rundfunkempfänger weinen. Okay. Boah, Junge, ich hab Gänsehaut. Ich hab meine Räucherstäbchen, ich fühle mich sicher. Es ist nur ein Spiel. Es ist keine Realität. Und jo, so ist das. Aber er könnte jetzt schon mal was mit dem Brett machen oder mit der Puppe. Wieso macht er nichts? Ja. Er macht gar nichts. Ein faules Stück Scheiße. Okay. Einmal kurz sammeln. Was war denn das für ein Geräusch gerade? Das Brett. Es bewegt sich. Völlig durcheinander. Aber die Puppe bleibt. Oh. Oh, Bruder, ey, ich krieg die ganze Zeit Gänsehaut hier, Mann. Was sind das für Geräusche? Das Brett bewegt sich chaotisch. Er ist alt. Voodoo-Puppe. Nichts. Er ist beunruhigt. Heiliges Feuer. Okay, ich habe jetzt hier Jiang Shi. Er ist alt, beunruhigt. So kann ich ihn fangen. Heiliges Feuer und dann heiliges Salz. Heiliges Salz. Ist das hier, ne? Und das ist das heilige Feuer. Zuerst das heilige Feuer. Okay. Der Hund. Habe ich nicht getroffen? Oh mein Gott, Digga, schnell runter. Schnell runter! Er jagt. Ich bin draußen. Imagine, er kommt raus. Ja, aber das mit dem Feuer hat nicht geklappt. Ah, warte, vielleicht ist die Fackel ist das heilige Feuer. Das kann natürlich sein. Oh mein Gott, Digga, er ist so gruselig. Er ist so gruselig. Ghost, show yourself. Zeig dich, Digga. Er ist da hinten. Oh mein Gott. Ich sag nichts mehr. Ich lass es auf mich zukommen. Das scheiß Licht hier an. Komm. Oh mein Gott. Nein, komm nicht. Nein, komm nicht! Ich fick ihn, wenn er kommt. Boah, ich hab mich eingeschissen, Digga. Pa. Er heult wieder.
Ach Junge, geh mir nicht auf den Piss. Er ist hier! Raus, Digga! Ich will das nicht nochmal machen! Verpiss dich! Boah, Digga! Heiliges Salz. Ich fick dein heiliges Salz. Durch den verfluchten Spiegel rufen. Ach nee, ich muss diesen Spiegel finden. Du bist ein Mann, Digga. Denk dran, du bist ein Mann. Wo ist dieser scheiß Spiegel, Digga? Hier. Runter, Digga. Ich muss mit dem Salz abwerfen. Digga, raus. Digga, sowas von raus. Digga, jetzt ist er aggressiv, Junge. Na. Also, Bruder, sorry, aber ich bin 2 Sekunden drin, Digga. Er jagt mich direkt. Was ist denn du für ein Camper? Oh Gott. Ich hab ihn getroffen! Digga, 100er Prezi. Ich bin ein guter Spieler. Okay, wir rennen jetzt rein. Sergio, du bist ein verdammter Mann, Digga. Du bist ein Mann. Du bist dieses Jahr 23. Führst dich auf wie ein Kind. Ist nur ein Spiel. Raus hier. Raus. So, wir chillen hier. Kann ich hier das Licht anmachen vielleicht? Okay, er ist hier in der Nähe. Ich rufe ihn jetzt mit dem Spiegel. Er ist hier irgendwo. Kommt. Raus! Ich hab ihn gerufen. Okay. Nächster Step. Step in der Bombe. Ich hab ihn doch getroffen. Jetzt wird er aggressiv, Digga. Geh hier raus, Digga. Geh hier raus, raus, Digga. Ja, nichts will ich hier. Ich will hier nichts mehr mit dem zu tun haben. Oh mein Gott. Den Spiegel legen wir jetzt hier erstmal weg, ja? Das will ich mir nicht mehr antun. Das ist das vernichtende Licht. Aber ich brauche noch Feuersalz. Das ist das, was ich vorhin verschwendet habe. Oder ich habe halt keinen Bock, dem hinterher zu laufen. Der fickt mich. Hier bin ich schön, habe ich Übersicht. Kann ich auch schnell rauslaufen, wenn es brenzlig wird. Ich will da nicht hochgehen. Okay. Ich muss jetzt stark sein. Ich leg das mal hier hin. Ich rufe ihn jetzt mit dem Spiegel. Das kann es ja jetzt nicht sein. Er kommt. Oh mein Gott, Bruder, was hat die... Oh mein Gott, ich hab einfach getroffen. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Ich dachte, jetzt... Ende Gelände, finito. Oh mein Gott.
Okay. Spiegel in die Hand. Rein da. Wir rufen ihn. Wo bist du? Er ist hier? Wo ist hingelaufen? Er war einfach neben mir. Wir haben ihn gefangen. Das war echt eine Erfahrung. Das war eine Erfahrung, Digga. Also das wird auf jeden Fall auf YouTube kommen. In diesem Sinne. Lasst da gerne ein Like da, abonniert den Kanal, lasst gerne auch einen Kommentar da, wenn ihr weitere Teile sehen wollt. Wenn ihr weitere Teile sehen wollt, dann seid ihr geistig verstört. Ich bin immer noch sprachlos, Mann. Boah, der Typ hat mich schon 2-3 Mal gefickt. Uff.